Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Heute möchte ich euch ein bisschen was über den September erzählen und was bei mir so anliegt. Und es wird ein komplett reales Video, Gänsefüßchen, denn ich komme direkt aus dem Bett. Ich habe mit diesem Oberteil geschlafen. Diese Frisur hier, die finde ich aber irgendwie ganz cool, muss ich sagen. Irgendwie, als wenn ich mit Absicht mit Locken gemacht hätte. Cool. Ich komme direkt, wie gesagt, aus dem Bett. Deswegen sehe ich vielleicht auch noch ein bisschen müde aus. Meine Stimme ist, glaube ich, auch komisch. Habe ich zumindest das Gefühl. Das hört sich für mich irgendwie ein bisschen an, als hätte ich Druck auf den Ohren. Und ja, da dieses Video aus der Realität erzählen soll, was im September so anliegt, fand ich die Idee ganz lustig, dass ich mich einfach, so wie ich bin, hier vor die Kamera setze und euch erstmal die Schattenseiten von diesem September zeige. Und zwar bin ich irgendwie krank oder werde irgendwie krank oder keine Ahnung. Also, heute ist ja der 3. September. Und das Ganze fing am 1. an, also direkt. Ne? September geht los und Alex wird komisch. Ich habe das Freitagnachmittag gemerkt, dass ich irgendwie Probleme mit dem Blutdruck hatte und mit dem Puls. Ich wusste aber nicht, was genau das ist. Ich kenne das eigentlich immer, dass ich einen zu niedrigen Blutdruck habe. Das ist normal bei mir eigentlich. Und damit weiß ich schon fast umzugehen. Aber ich fühlte mich irgendwie ganz komisch und habe gedacht, vielleicht habe ich zu hohen Blutdruck, vielleicht ist irgendwas ganz merkwürdig bei mir. Der war dann auch für meine Verhältnisse sehr hoch. Mein Puls war sowieso ein Traum. Aber mein Puls ist sowieso ganz oft so um die 90. Und ja, der war irgendwie dann bei 114 oder so. Naja, und also ich habe halt auch dann, ne, eine Weile bin ich sitzen geblieben und ganz entspannt und dann habe ich erst gemessen. Naja, egal, auf jeden Fall war es dann so und ich fühlte mich total komisch, musste mich immer hinsetzen und war irgendwie, ja, war irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Und bei mir fing es auch an, dass mir irgendwie kalt wurde plötzlich, obwohl eigentlich super Wetter war. Und zum Abend hin wurde mir dann richtig kalt und ich brauchte eine Wärmflasche und in der Nacht wurde mir richtig heiß und ich habe alles wieder ausgezogen und hatte so ein bisschen Temperatur und gestern hatte ich dann, glaube ich, fast 39, was für mein Verhältnis auch voll hoch ist. Ich bin eigentlich so der Typ, der immer so 36,9 oder so hat. Naja, und ja, gestern den ganzen Tag über ging es mir halt irgendwie scheiße. Ich habe mittags Matteo ins Bett gebracht und habe tatsächlich mittags mich mit hingelegt und habe einfach geschlafen. Mit einem dicken Pulli, mit einer Wärmflasche unter der Decke. Und ja, so war's. Und gestern, und damit kommen wir zum ersten Punkt, ich habe nämlich hier wieder ein bisschen was aufgeschrieben. Gestern war unser Jahrestag, unser 11. Also nicht der Kennenlerntag, sondern der Tag, an dem wir quasi zusammengekommen sind. Den feiern wir eigentlich jedes Jahr und in der Regel gehen wir einfach essen an dem Tag. So, die ersten paar Jahre sind wir immer nach Bremen gefahren, zu El Mundo. Kann ich euch sehr empfehlen, richtig geiles Restaurant. Ich glaube, es kostet vielleicht einen kleinen Taler mehr als der Grieche um die Ecke, sag ich mal. Aber es gibt so leckeres Essen. Also es gibt auch Bowls und leckere Suppen und sowas, wenn ihr eher vegetarisch unterwegs seid oder vegan wird es auch geben. Es gibt aber auch geile Steaks oder Gerichte, wo halt so Steakstreifen mit drin sind oder so. Es gibt geile Pasta, es gibt auch einfach Pizza, sehr geiles sehr geile Nachtische. Also ja, es ist sehr lecker und das Ambiente da ist richtig cool und ja, das war einmal. Gestern hatten wir uns einfach nur vorgenommen, dass unsere, also dass Mirkos Mama und ihr Mann aufpassen auf die Kinder, weil wir ja alle Kinder hier haben, dass sie einfach für ein paar Stunden aufpassen und wir wollten Eis essen gehen und wollten Billard spielen gehen. So. Und Mirko hatte dann schon einmal gefragt, oh Schatzi, wollen wir wirklich? Dir geht's doch nicht gut. Ich sag's mir scheißegal. Und wenn ich 40 Fieber habe, ich will mit dir ein Eis essen gehen. Ja, und dann waren wir auch ein Eis essen. Hier bei uns in Cuxhaven. Amadeus. Beste Eisdiele der Welt. Also, die ich bisher kennengelernt habe. Ich möchte natürlich nicht hier irgendwas anderes schlecht reden, aber
Amadeus ist echt richtig lecker. Und ich nehme mir immer ein Spaghetti-Eis. Ich nehme, glaube ich, immer beim Eismann ein Spaghetti-Eis. Und den ersten Bissen genommen und habe gedacht, oh, ich bin im Himmel. Also wirklich richtig lecker. Naja, egal. Auf jeden Fall sind wir kein Billardspiel mehr gegangen. Ich saß beim Eismann und habe einfach gefroren. Ich saß da mit meinem Pulli und habe einfach nur gefroren und wollte einfach nur, dass Mirko fertig wird mit seinem Eis. Wir haben danach noch irgendwie beim Chinesen was zu essen geholt, weil wir das meiner Schwiegermama gesagt hatten, dass wir was zu essen mitbringen. Und dann haben wir hier noch gesessen und es gegessen und ja. Ich habe irgendwie auch nur ein paar Frühlingsrollen gegessen, also nicht mal eine richtige Portion von irgendwas. Es war einfach ein ganz beschissener Jahrestag, aber ich habe Blumen von meinem Schatz bekommen und ja. Also, das war Termin Nummer 1. Sorry, dass ich das ein bisschen ausführlicher erklärt habe, aber dann, ja. Habt ihr ein bisschen eine Erklärung dafür, warum ich so aussehe und irgendwie so komisch rede und überhaupt? So, Termin Nummer 2 ist jetzt am Donnerstag. Da hat nämlich meine Tante Geburtstag, die gleichzeitig auch die Patentante von Matteo ist. Und da sind wir eingeladen, da werden wir hingehen. Ich weiß noch nicht, ob zum Kuchen oder zum Abendbrot oder beides. Das fällt auch zusammen mit Kindertouren und ich will das immer so ungern ausfallen lassen, deswegen weiß ich noch nicht, wie ich das organisiere, aber mal gucken. Genau, das ist am 7. Dann vom 8. bis zum 10., also nächstes Wochenende, werden meine Mama und ich wegfahren. Ich habe euch das beim letzten Mal ja erzählt und auch gefilmt. Und für alle, die neu sind, erkläre ich das gerne nochmal eben. Meine Mama und ich haben uns vorgenommen, dass wir immer mal ein Wochenende für den jeweils anderen planen. Und es gibt so ein paar Regeln. Also es muss ein Wochenende sein. Es muss von Freitag bis Sonntag sein. Und der Überraschte wird, packt einfach seinen Koffer. Was immer im Koffer drin sein muss, sind halt, also ganz normal Klamotten für 2 Tage, ne? Und was Gemütliches, was derjenige gemütlich findet und womit der auch gut unterwegs sein kann, auf der Autofahrt oder Zugfahrt oder was auch immer das dann ist. Aber auch so, weiß ich nicht, beim Shoppen muss man ja nicht super aufgestylt sein, meiner Meinung nach. So. Aber auch was Schickes, falls man irgendwie in die Oper geht. Genauso wie Badeklamotten, falls man irgendwie schwimmen geht. Das sollte auf jeden Fall immer mit in der Tasche dabei sein, halt der Beauty Case und so ein Kram, ne? Was man so dabei hat. Und derjenige, der das organisiert, der bucht halt eine Unterkunft oder ein Zelt oder ein Iglo oder was auch immer. Und organisiert halt die Hin- und Rückreise. Wie gesagt, ist egal, ob mit Auto oder mit Bahn oder zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Flugzeug. Und die Unterkunft, genau, habe ich schon gesagt, ja, die Unterkunft und die Anreise. Und wenn man möchte, kann man sich auch ein paar Programmpunkte ausdenken vor Ort. Und es soll eigentlich etwas sein, was man schon immer mal machen wollte. Meine Mama hat das beim letzten Mal gemacht. Sie wollte unbedingt mal nach Leipzig und wir waren beim letzten Mal in Leipzig und es war total cool. Wir haben richtig viel Spaß gehabt. War eine schöne Stadt. Ja, das, was ich mir ausgedacht habe jetzt, ist eine Notlösung oder ein Plan B. Ich kann nicht so genau darauf eingehen. Ich kann euch auch nicht sagen, wo es hingeht, weil meine Mama ja auch meine Videos guckt. Ja, aber es wird hoffentlich trotzdem lustig und trotzdem hoffentlich schön. Ich habe da schon so ein bisschen was organisiert. Und ich werde auf jeden Fall auch wieder filmen und meine Mama vielleicht auch ein bisschen. Vielleicht traut sie sich auch selber ein bisschen zu filmen. Ich habe mir extra einen Selfie-Stick bestellt für diese Angelegenheit. Also von daher, ja, ihr werdet auf jeden Fall dann nochmal sehen, wo es hingegangen ist und was wir da gemacht haben. So, das steht auf jeden Fall nächstes Wochenende an. Dann kommt eine anstrengende Woche danach. Und zwar am Montag, den 11. Da haben Matteo und ich einen Zahnarzttermin. Also ich gehe arbeiten, dann hole ich Matteo von der Kita ab, dann haben wir direkt den Zahnarzttermin. Und zwar läuft das so, und das ist erst dein zweiter. Beim letzten Mal wurde einfach nur geguckt, ah, du hast 3 Zähne und dann ist gut. Und jetzt wird hoffentlich, also ich hoffe, dass wirklich ein bisschen mehr gemacht und auch wirklich genau geguckt und so. Sie darf von mir aus auch irgendwie so machen bei ihm, auch wenn er das nicht will. Hört sich vielleicht jetzt für die Übermutis hart an, aber mir ist es wichtig, dass da ordentlich geguckt wird, dass das alles ordentlich ist. Oder wenn wir irgendwie besser putzen müssen, dass das dann auch passiert. Ich habe so schlechte Zähne, Mirko hat schlechte Zähne, unsere Eltern, also zumindest meine Eltern haben schlechte Zähne. Also ich hoffe, dass es nichts, was böse ist, was ich nicht im Internet sagen darf. Aber wir haben halt, was Zähne angeht, echt auch eine schlechte Veranlagung irgendwie in der Familie. Ich glaube auch meine Tanten und Onkels, also ich glaube, wir sind alle irgendwie,
Ja, und deswegen ist es mir sehr wichtig, dass mein Sohn anständige Zähne hat. So, dass das nicht schon im Kindesalter irgendwie komisch ist. Ist hoffentlich verständlich. Naja, auf jeden Fall läuft das, glaube ich, so ab, dass erst bei ihm geguckt wird. Und wenn er durch ist, dann bin ich halt dran und ich glaube, ich habe eine Zahnreinigung. Ich glaube, ich habe keine Kontrolle oder sowas, sondern ich habe, glaube ich, einfach nur eine Zahnreinigung diesmal. Und deswegen habe ich meine Mama schon gefragt, dass meine Mama vielleicht dann mitkommt und wenn er fertig ist, dass sie ihn rausholt quasi und mit ihm einmal kurz spazieren geht, kurz was einkauft oder so. Und ich mache die Zahnreinigung und dann sind wir durch. Und abends bin ich verabredet mit meiner alten Truppe. Meine Chefin hat ja gewechselt. Wir haben jetzt ja eine neue Chefin. Und mit meiner alten Chefin wollen wir zusammen essen gehen. Und das haben wir schon mal gemacht. Und jetzt arbeitet sie eine Weile in einer neuen Firma schon. Und wir wollen halt einfach nochmal mit ihr schnacken, wie es ihr so geht und wie es so läuft. Und wie es bei uns so läuft mit der neuen Chefin. Und ja, da gehen wir zum Italiener. Und ich freue mich schon so. Es ist so lecker da. Genau. Also, das wird an dem Montag alles passieren. Am Dienstag gibt es Elternabende. Eigentlich war nur der von Matteo geplant, was ich schon super spannend finde, weil es mein erster Elternabend wird im Kindergarten und überhaupt. Und jetzt hat Mirko aber den Termin reinbekommen, dass Noelle auch, dass Noelle auch Elternabend hat. Irgendwie eine Weile da, vor Matteo. Also ich glaube, zwischen den beiden ist irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde Puffer oder so. Also Mirko hat stressigere Tage auf jeden Fall. Ja. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was da so besprochen wird und wie sowas überhaupt so läuft. Und ja, genau. Bin ich mal gespannt. Das ist am 12. Dann den Donnerstag am 14. hat Mirkos Neffe Geburtstag. Und das ist etwas Besonderes. Zum einen ist er, wird er 30. Das ist natürlich auch was Besonderes. Zum anderen lebt er momentan in China. Denn er arbeitet bei VW und arbeitet über VW gerade halt in China. Und die bauen da, glaube ich, ein neues Werk auf oder was weiß ich, machen da irgendwie was. Also er ist Ingenieur bei VW und ja, ist gerade, ich glaube, für 2 oder 3 Jahre soll das irgendwie sein, ist er in China. Er ist erst seit letztem, oder ist er seit diesem Jahr da? Oder seit letztem Jahr? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist er schon eine Weile und kommt aber jetzt über seinen Geburtstag hier nach Deutschland. Und ja, das ist also sehr schön, ihn zu sehen und man freut sich halt total. Und ja, da werden wir dann auf jeden Fall abends essen gehen, wir auch. Mit der ganzen Familie, weil er gesagt hat, er lädt uns alle ein. Er hätte hier keine Wohnung oder irgendwas, wo er jetzt nachmittags einen Kuchen backen kann. Von daher gehen wir dann alle ins Restaurant und essen dann griechisch. Das ist gut. Montag, am Wochenende habe ich dann Schlemmerrunde mit meiner Mutti. Montag habe ich dann Italiener. Donnerstag habe ich dann den Griechen und dann reicht es, glaube ich, auch erstmal wieder. Genau. Und dann haben wir nur noch am 18.09. den Hochzeitstag meiner Eltern. Ich meine den 21. Denn ich glaube, letztes Jahr war das, als ich ein Herz gebunden habe für die und ein bisschen Deko am Zaun hatte. Ich glaube, das war, weil die 20. Hochzeitstag hatten. Ich bringe das immer durcheinander, ob sie 2002 oder 2003 geheiratet haben. Aber ich glaube, 2002. Wobei ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz sagen muss, dass meine Eltern ja zweimal geheiratet haben. Also das erste Mal haben sie geheiratet, da war meine Mama schwanger mit mir. Also vor 33 Jahren. Und dann waren sie aber eine Weile getrennt und also auch geschieden, richtig. Haben unterschiedliche Leben gehabt. Und daraus bin, also aus der ersten Ehe bin ich quasi entstanden. Wie gesagt, dann hatten sie unterschiedliche Leben. Und da hat mein Papa mit einer anderen Frau zusammengelebt und daraus ist mein Bruder entstanden. Also mein Halbbruder, der nicht hier vor Ort lebt, den ich auch sehr lieb habe. Aber, also wir haben auch ein super Verhältnis, ne? Aber er und seine Frau leben halt nicht hier. Die leben woanders. Und dann sind meine Eltern irgendwann, haben sie wieder zusammengefunden und haben dann auch wieder geheiratet. Und ja, das ist einfach natürlich perfekt, gerade für die Kinder irgendwie. Also für mich.
Also klar, für meinen Bruder war das natürlich wahrscheinlich blöd, aber seine Mama ist auch, hat auch ihr Ding gemacht, ist ihren Weg gegangen und ne, von daher ist das ja alles in Ordnung. Und meine Eltern haben dann meinen anderen Bruder noch zusammen bekommen, von dem ich öfter mal rede und der auch schon mal hier in der Kamera war und so weiter. Also, falls ihr euch mal wundert, warum ich einen Bruder habe, der so viel jünger ist. Und wir, also ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so doll erklären musste, aber falls ihr euch fragt, warum meine Eltern jetzt 21. Hochzeitstag haben, ja. So. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Nach dem 18. passiert in meinem Monat nichts mehr. Vielleicht passiert irgendwas, aber mir ist nichts eingefallen, was ich Spannendes erzählen könnte für den Rest des Monats. Ich habe jetzt ja auch, glaube ich, genug gesabbelt. Und ich merke gerade, dass meine Stimme irgendwie total, weiß ich auch nicht, die geht immer weg, habe ich das Gefühl. Und ich werde, glaube ich, gleich mal die Gang wecken. Mal gucken, vielleicht mache ich auch erst Wäsche. Die Gang schläft nämlich noch. Es ist 8. Vielleicht ist es auch vor 8. Ich weiß es nicht. Ich habe nur beschlossen, ich drehe dieses Video jetzt für euch. Ich will es ja nachher online stellen. Und so bevor wieder alles dazwischen kommt, irgendwie das Leben, das Frühstück und alles, oder es mir spontan wieder richtig schlecht geht, habe ich gedacht, ich filme das hier schon mal. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Würde mich auf jeden Fall über ein Däumchen freuen. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr diesen Monat Cooles vorhabt. Wenn da irgendwas Spannendes dabei ist, schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag und genießt den letzten Tag vom Wochenende. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.